Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Und so, vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kommt der kleine Schwabbelkapitän wieder an. Allerdings sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus. Da steht uns viel Arbeit bevor. Ich hoffe, dass du auch deine Freundin bald finden wirst. Ach, ist das nett von dir, mein Lieb schon. Okay, so. Oh, Hilfe, eingeklemmt. Was hat er jetzt nochmal gesagt? Hab irgendwie nicht zugehört. Irgendwas mit einer komischen Freundin, ne? Gib ihn her! So, nächstes Ziel. Wir machen uns einfach mal schön live. Kann ja nicht schaden. Dein Schwert hat die Macht deiner heiligen Flamme. Bla 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 bla. Schon wieder zu der hässlichen Stätte der Lieder. Gott, ich hasse die. Die ist voll kacke. Okay, ich glaube, wir schneiden mal lieber hier. Weil ansonsten dauert das so lange. Bis, also, dann sehen wir uns wieder, wenn wir in der hässlichen Stätte sind. Bis gleich, du Fleisch. So, und da sind wir auch schon wieder angekommen. Hat nicht mal so lange gedauert, wie ich gedacht hätte. Aber ihr kennt mich ja und meine Orientierungskräfte. Also dachte ich mal lieber, ich schneide das hier, weil man weiß ja nie, was da rauskommt, wenn ich versuche, mich zu orientieren. Ja, also passt es schon. Ich bin übrigens gerade aus Sylt. Sylt mit Y, sag ich schon. Man schreibt es ja mit Y. Aus Sylt mit Ö zurück, natürlich. War eigentlich nicht mal so schlecht, aber den Rest habe ich eh die ganze Zeit in Mass Effect erzählt. Also in dem neuen Play-Projekt, was ich angefangen habe. Also guckt euch einfach mal das Video davor an. Weil da habe ich alles Mögliche darüber erzählt. Und da werdet ihr sicher genug Information kriegen. Was ist das? Alles schwabbelt ultimativ. Ach, Hallöchen. Die fette Babutschka kommt angeschwabbelt. Ist natürlich auch toll. Oh, ich bin so geschockt. Oh Gott, ich bin so krank. Das ist ein bisschen scheiße, aber ich habe keine Videos mehr. Also müsst ihr mich jetzt ertragen mit meiner krankhaften Stimme. Aber ich bin eh immer krankhaft, von daher passt es ja. Oh, jetzt schwabbelt die wieder. Nicht schwabbeln. Nicht schwabbeln. Du musst dieser Sucht widerstehen können, mein Liebchen. Sucher der göttlichen Flammen. Lausche meinen Worten. Ach, das hört sich an wie so ein hässliches Gebet. Er findet doch gleich eine neue Religion, ey. Oh Gott. Wir wollen auch demnächst in Religion über Hinduismus sprechen. Ach, ist das interesting. Ja, wobei, das ist eigentlich eher gestört, aber nichts gegen die Leute, die diese Religion ausüben. Ich habe nichts dagegen, aber ich finde es einfach ein bisschen merkwürdig. Aber das soll jetzt nicht irgendwie für so abwertend klingen oder so. Ja. Ihr kennt ja das Theater von wegen auch mit dem Islam und den Mohammed-Karikaturen. Ja, und deshalb möchte ich damit jetzt kein Fass öffnen. Genau, der macht so gerne Musik und die dance da ultramäßig ab drauf. Ja, ja, man kann auch leicht besessen sein. Der spielt, fühlt sich wie so ein ultimativer Virtuose, so. Mit so einer Passion spielt er sein Werk. Ich weiß, ich laber mir wieder eine Scheiße zusammen, aber das kennen wir doch von mir, nicht wahr? Ach, das ist aber schön. Dieses Lied heißt Dienstkraft. Wer ist Dien? Ah. Okay. Okay, das braucht nicht kein Mensch. Denke ich mal. Aber zum Glück muss ich nicht vor mich hintrellern, weil ihr wisst ja, wie ich einfach immer voll Probleme habe, irgendwelche Teile, irgendwelche Lieder hier mit hinzukriegen. Eingang zur Prüfung. Vulkan Edin. Okay. Dann wissen wir ja Bescheid, ne? Okay, ich glaube, da gibt es auch diese letzte Suche nach diesen komischen Flammenteilen, kann das sein? Smexy. Okay. Dann gehen wir doch mal los zum Vulkan Edin. Ne, ich möchte auch versuchen, jetzt nicht einsetzen. Hühnernudel, Apfelschule. So. Dann gehen wir doch mal gleich los. Lassie, Pissy und so. Kann ich irgendwo abspringen? Schon geht das jetzt eh nicht. Doch, ja, das ist ja schön. Wenn die Anfälle kriegen. Vogel! Hey. Besonders kommt der immer irgendwo aus dem Nichts. Ist natürlich klar, wenn ich einen Vogel hätte und einmal pfeife, kommt der natürlich auch direkt angebraust. Meine Oma sagt zum Duschen immer brausen. Darüber habe ich mich früher immer so dermaßen aufgeregt. Da habe ich immer gesagt, Oma, das heißt nicht brausen, das heißt duschen. Und sie dann immer, du verstehst mich doch, das ist voll egal. Und so, dann kommt der noch voll mit frei. Ich weiß, ich erzähle mal wieder voll die Kaga, aber ich kann es nicht.
Eigentlich könnte ich den Weg jetzt hier. Oh, hierher auch rausschneiden. Ne? Ist ja jetzt auch nicht so gut in viel Arbeit. Hallöchen. Irgendwie habe ich Angst vor den Vögeln. Greifen die mich überhaupt an oder sind die nett? Komm, ich habe schon keinen Plan. Wollen wir denn Vulkan Edin? Halt von Firona? Aha, okay, da müssen wir da rum. Was ist das denn für ein Schwarm? Achso, das war wahrscheinlich nur so ein Orkan. Also nur die Oh Gott. Nur die üblichen Windstürme. Boah, ah ja, genau. Komm einfach vor meine Nase. Mach ich natürlich auch immer, wenn ich ein Sturm wäre. Eigentlich schon, ne? Wenn man Sturm ist, reißt man eigentlich alles mit. Auch die Nasen von Leuten, die Link heißen. Vermutlich mal. Was ist das denn für ein Schwamm? Ist das ein Berg? Das sieht irgendwie aus wie Schamhaar. Da, also man fragt einfach nicht, wieso ich so eine Scheiße mal wieder lade. Ach, da bin ich doch schön gelandet, nicht wahr? Ich frag mich, wie lange das Spiel noch so geht. Hm. Hab keinen Plan, wo ich hin muss. Tempel. Ja, ich gehe mal zum Tempel. Nachher muss ich wieder alles ablaufen und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber bestimmt ist es eh falsch. Egal, was ich mache. Hallöchen. So. Ach, das war schön. Okay, dann gucken wir uns das doch mal direkt an, so. Hier haben wir mal wieder 10.000 Gegner, wie immer. Och, oh nee, komm, das... Ich sag ja, egal wie man es macht, es ist immer falsch. Aber was soll's. Vielleicht sind wir hier einfach näher dran, das geht doch auch. Okay, dann räumen wir hier am besten direkt runter. Ja. Das war doch schön, nicht wahr? Okay, dahin. Kein Plan, ob das so rumgeht. Das war sehr elegant, Link. Ich bin stolz auf dich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man hätte es nicht besser machen können. Ach Gott, typisch Link, echt. Oh, ich wollte hier einfach runterjumpen. Das geht wohl nicht so, wie es sieht. Das hätte ich jetzt nicht so ganz erwartet. Och Gott, Mann, jetzt... Ach, ich bin ja so schlau, nicht wahr? Ach du Scheiße. Wo muss ich hin? Komme ich hier irgendwie rüber? Okay, ich kann es mir nicht vorstellen. Hier, was ist das? Nee, das sieht... Das ist falsch. Och Mann, ich hätte da rechts rüber gemusst. Ach, wie dumm. Toll, muss ich ja jetzt schon wieder hochlatschen oder was? Boah, nee, das wäre jetzt mehr als Kaka. Ach komm, egal. Ja! Ultra-Anstrengungsmodus. Ach komm, ist doch scheißegal. Hallo! Mein lieber Schwabbel. Guck, ich räuche einfach nachahmen. Boah, die Typen sind so dermaßen nett, aber die haben voll die Hottie-Unterhosen. Das muss man denen echt mal lassen. Die sehen voll geil aus. Diese getigerten Muster da, die finde ich voll episch. Hallöchen. In die Fresse. In die Fresse. Ach, die Gegner sind im Vergleich zu den anderen mal übelst leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist das da oben? So. Ich denke mal, man muss dann so hier entlang. Doch, das sieht doch schon mal besser aus. Die Richtung sieht irgendwie besser aus. Bestimmt ist das eh falsch. Hier gab es nämlich, meine ich, nur so ein Secret, oder? Ja. Ja, das war ein bisschen falsch, lieber Link. So, dann hupfen wir einfach mal hier runter. Kann ja schließlich nicht schaden. Und diesmal sollte es eigentlich schon richtig sein. Ach, genau, man muss doch... Nee. Irgendwie weiß ich es doch nicht. Hä? Da kann man ja nicht runterjumpen. Und wie dann? Muss man einfach hier hin. Muss ich mal gucken. Och, boah, ey. Man kann sich auch einfach viel schwieriger machen, als es eigentlich ist. Voll gemacht, Lucy. Perfekt. Wow, genau, ich bin genau ins Feuer. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Oder so. Wieso hat hier gerade einer so ein Affengeräusch gemacht? Wo ist das? Da unten. Ja, dann gehen wir doch mal da lang, ne? Kann ich Geräusche machen?
Okay. Dann wissen wir. Oh, wie geil der runterkugelt. Ich mag es, wenn Menschen sterben. Das ist natürlich auch sehr interessant. Okay, das ist ja kein Mensch, das ist ein Monster. Das zählt nicht. Entschuldigung. Oh Gott. Ah, hier müssen wir bestimmt die neue Melody spielen. So. CPU wird stark beansprucht, obwohl ich hier gar nichts mache. Aber was soll's? What the fuck? Das ist ja so starke Beanspruchung, weil ich auf einem Emulator spiele. Wow. Magic und so. Oh, ich hasse das. Boah, du bist einfach zu lahm, Link. Du kannst es nicht. Akzeptiere das. Okay. Ja. Das sieht doch gut aus. Wir kriegen das hin. Nein! Link, du hässliche Fotz! Entschuldigung. Aber es geht gerade nicht anders. Das regt mich auf. Boah, Link, du bist so dumm, ne? Gott! Okay, wir schaffen das jetzt. Ich glaube, das werde ich wieder mal cutten müssen. Ich mache jetzt einfach mal nur links-rechts. Ich glaube, das funktioniert besser. Ich wiege mich im... Boah! Im Takt der Musik. Okay. Und... Nein! Boah, Link! Dummer Sack! Wieso kannst du das nicht? Okay, ich bin eigentlich diejenige, die es nicht kann. Aber ich schiebe es ganz gerne auf andere Menschen. Das macht doch mehr Spaß. Oh. Hallo? Gott, ich cutte das. Wir sehen uns gleich. Oh Gott, endlich geschafft. So. So schwer ist das doch wohl nicht. Oh, ich stelle mich ja immer so blöd an. Ihr kennt das von mir. Oh, sorry. Ach Gott, ey. Oh Gott, wie ich immer ausrastet. Voll gerne Operettensängerin. Und die hat auch noch so gerne. Oh, die Netzstrümpfe an. Alles klar. Schuss das Schwert in das Symbol und stelle dich den nächsten Prüfer. Ach, das ist die Scheiße. Ach Gott, dann kommt das schon wieder, oder was? Haja! Haja! Also, hier. Oh ja, ich wusste es. So, dann können wir schon mal speichern. Denn jetzt wird's kacke. Oh ne, okay, aber das ist immerhin die letzte. Und das ist ein gutes Zeichen, denn wenn wir das geschafft haben, haben wir diese hässliche Prüfung. Ach du Kacke. Hinter uns. Ja, das ist wunderschön. Ich freue mich derbe darauf und ich bin auch gar nicht genervt. Jetzt schon. Ach, meine Nase. An diesem Ort wird deine Kraft bla 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 bla. Okay. Wieso fragt mich eigentlich jeder, ob Simon mal früher mein Schwarm war? Nur weil ich den Typ hier Simon genannt habe. Ich kannte früher nicht meinen Simon. Das ist Seelengefäß erhalten. Ach Gottchen. Ich bring das Seelengefäß. Als Lohn werde ich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Nein. So. Okay. Dann würde ich sagen, versuchen wir das erstmal für diesen Part. Ich denke, ich werde das wahrscheinlich eh nicht schaffen in diesem Part. Aber... Ich guck mich gerade nur mal ein bisschen um. Oh ja, es wird direkt so Agro-Modus geht on. Das ist natürlich scheiße. Okay, ich gehe als erstes mal hier hoch. Ich weiß ja noch gar nicht, wo sich das erste Teil befindet. Ach gut, da bin ich schon mal. Die haben sich auf den Weg gegangen. Okay. So wird das schön. Okay. Ich muss mal eben kurz gucken. War hier nicht was? Ach, okay, nee. So. Ich muss mal zwischendurch ein bisschen speichern, weil ihr kennt das ja, die Missionen sind einfach beschissen. Oh Gott. Das ist schwere Scheiße. Freut mich natürlich sehr. Okay, so. Aber nein. Oh Gott, das war knapp. Hallöchen. Wow, hi. Oh Gott. Der Wächter hat mich gerade so ein bisschen erschreckt. So, hier haben wir die nächste. Ich gehe aber hier schon mal ein bisschen gucken. Es scheint, als wäre hier doch noch eine. Hab ich's mir gedacht. Ach, das wird ja schön. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal dahin, damit wir es hinter uns haben. Nein. War klar, genau da rein. Okay, wenn ich da unten ankomme, werden mich die Teile bestimmt direkt treffen. Aber dann können wir nochmal... Oh, du Scheiße.
Bitte da reinrollen. Bitte da reinrollen. Bitte da reinrollen. Wie geil. Das sieht ja episch aus. Okay, hier, das könnte ich jetzt eigentlich theoretisch wegspringen. Behindert? Okay, dann muss ich mir jetzt was aufbauen. Ach, Hallöchen, mein lieber Freund. Oh, hallo? Was mach ich denn jetzt hier? Oh, eine Bombe. Scheiße. Okay, nee, das können wir vergessen. So wird das auf keinen Fall. Was? Jetzt spielt der. Ach, jetzt spielt Link wieder OP. Ist natürlich super. Kacke. Okay, wir müssen mal eben hier kurz neue Configurations machen. Und so. Toll. Und wie komme ich da hin? Bringt das überhaupt was? Habe ich eine Bombe? Nee, ich habe gar keine Bomben. Wie soll ich das Teil denn dann umwerfen? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Hi. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Weil ich vertraue der ganzen Sache nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Vielleicht gab es hier an der einen Stelle gar keine Ahnung mehr. Ah ja, so sieht es nämlich auch aus für mich. Okay. Gehen wir doch erstmal nach hier oben. Hier sieht das doch alles ein bisschen freundlicher aus. Hallöchen. So. Hier haben wir eins. Da dürfen wir uns natürlich nicht in die Lava legen. Also könnte das hier ein ziemlich gewagter Sprung werden, da drauf ebenso. Da hinten kommen wir nicht hin. Was soll ich denn machen? Komme ich darüber? Ich glaube auch nicht, oder? Müsste aber eigentlich sein, ne? Ansonsten. Huch. Nee? Seiren! So. Komme ich darüber? Muss ich jetzt von vorne anfangen? Ach nee. Ach, das ist ja eigentlich noch verhältnismäßig nett, muss ich sagen. Und wo kann ich jetzt bitte sonst drüber? Läuft die Zeit ab? Okay, nee, das ist schön. Da kann ich anscheinend drüber. Aber ich weiß nicht wie. Das muss ich doch umwerfen können, aber wie? Muss ich jetzt die Wächter hier ranlocken oder wie ist das? Kein Plan. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Okay, aber hier haben wir eine komische Höhle. Was hat es denn damit auf? Was hat es dann damit auf sich? Das wollte ich sagen. Und nicht so eine behinderte Kacke, die ich gerade gesagt habe. Okay, wollen wir erstmal hier hin? Okay, dann gehen wir hier ein bisschen runter. So. Okay, perfekt. So, ich muss nochmal kurz ein bisschen speichern. Ich weiß, ich bin hier ein bisschen. Ich spiele das merkwürdig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich es komisch spiele. Wie soll ich denn da hinkommen? Ach doch. Eigentlich ist es klar. Was ist da hinten? Komme ich hier rüber? Ach so, natürlich komme ich da rüber. So. Ist da noch was? War ich da schon? Okay, das gehe ich mir noch schnell eben holen. Also ein bisschen Schwabbel kann ja nicht schaden. Ich glaube, davon brauchen wir sogar noch für diese komische Bogenerweiterung was. Oh, ich hätte so gerne diese Bogenerweiterung, die ist so geil. Geh mal. Oh Gott, was kommt? Was haben wir denn hier? Nichts. Toll, aber dafür steht hier so ein fetter Wächter. Nur um einfach einschüchternd zu sein. Auch nicht schlecht. So. Da hinten komme ich erstmal nicht hin. Dann müssen wir hier rein. Okay, da müssen wir unbedingt hin. Hauptsache, der hat einfach keinen Fisch und macht trotzdem so. Wie geil der da rumschwurbelt. Ach, das war das. Okay, das war ziemlich beschissen. Hab vergessen, wo es lang geht. Achso, hier passiert gar nichts. Ja, das ist schön. Da komme ich nicht lang. Aber ich sollte natürlich nicht gegen die Wände rennen. Aha, hier geht's weiter, oder? Oder komme ich von da? Ich glaube, ich komme von hier. Sieht jetzt zumindest für mich so aus. Ja, okay, war klar. So, dann gehen wir doch mal hier entlang. Wow, nicht runterschwabbeln. Oh Gott. Ach du Scheiße. Nee, nicht da rein. Ach Gott, jetzt kommt diese ganze Scheiße. Okay, da muss ich mal kurz vorspeichern. Okay, da müssen wir mal hoch. Oh, ja. Können wir das ein bisschen überblicken? Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Muss ich jetzt warten, bis das hier abläuft oder einfach dran vorbeizirkeln? Und ich denke mal, dran vorbeizirkeln. Nein! Was? Ach komm, das geht mich jetzt echt auf. Ich glaube, wir machen lieber im nächsten Part weiter. Dann dauert hier ein bisschen zu lange. Also würde ich sagen, bis denne.
Tschüss.